Das sind Atemschutzgeräteträger, die den Kurs machen, damit sie nachher Atemschutz so machen kann. Die machen im Prinzip einen Fachkurs, der geht 4 Tage. Am Mittwoch haben wir Grundkenntnisse vermittelt und vom Donnerstag, Freitag weg sind wir dann in die Lektionen hingegangen, wo man das vertieft noch einmal gesagt hat. Und heute haben wir die grosse Schlussübung, die erfolgreich abgeschlossen worden ist. Jetzt der Kurs hat am Mittwoch angefangen. Was genau müssen dort die Schüler eigentlich dort absolvieren? Also sie haben, wie gehe ich mit dem Gerät um einmal? Was kann ich mit dem Gerät machen? Wie lange kann ich mit einem so Gerät im Einsatz? Und da spielt natürlich die Psyche eine Rolle, da spielt das Umfeld eine Rolle, da stellt der Einsatz selber dann und für sich stellt auch etwas dar. Und das haben sie mitbekommen, das hat man jetzt auch gesagt, wie man das im Prinzip überbringt, wenn man unter Stress, wenn man so einen Brand, wenn es brennt, dann schreien Leute, schreien Kinder, die muss man retten. Und man darf aussagen, also die Atemschützler, ich sage immer, die Atemschützler, das sind also die sogenannten Frontsauen. Die sind vorne dran, die müssen vorne etwas ausheben, aber sie müssen noch einen klaren Kopf behalten. Und das haben wir den jungen Leuten mitgewählt. Und das war ein super Trupp, den wir hier hatten. Es war sogar eine Frau dabei hier. Die hat das auch super gemacht. Und ich muss sagen, Kompliment den Teilnehmern, die waren irrsinnig. Jetzt ist es ja so, dass die, wie du siehst, die Atemschützler, da geht es ja eigentlich um einen Atemschutz für die Feuerwehr. Wie gefährlich ist das und wie hoch oder wie weit geht die an Grenzen? Das haben sie jetzt heute selber gesehen, da draussen in dieser Schlussübung. Da ist jeder nach einer Stunde der persönlichen Grenze gewesen. Man hat es dann noch gesehen, wie müde sie waren. Und es soll jeder wissen, wie weit er da gehen kann. Weil es nützt dir nichts, wenn der in den Einsatz geht und will da der Held spielen und kommt nachher raus oder respektive wir wollen den Inge holen gehen. Und es ist wichtig, dass man das übt und dass man selber da weiß, bis daher kann ich gehen. Und wenn es dann halt einmal fertig ist, muss ich sagen, stopp, ich kann nicht mehr. Was kann passieren, wenn Sie zum Beispiel heute mit so, wie gesagt, mit einem so Atemschutzgerät in so eine Feuerreinigung, was kann auch für einen Feuerwehrmann passieren? Ja, wenn er die Gerätetechnik oder die Atemtechnik nicht beherrscht oder er weiß nicht, da habe ich die Flaschen offen oder habe sie nicht offen, dann kann natürlich passieren, dass man ihn rausholen muss. Er hat keine Luft mehr, kommt in eine Panik rein. Und man weiß, bei einer Verbrennung entstand Kohlenmonoxid, Kohlendioxid. Also wenn wir das auf uns aufnehmen, kann immer die Bewusstlosigkeit rein und dann gehen wir dann schön langsam über. Und das wollen wir ja nicht, darum machen wir ja auch die Ausbildung. Und das war sehr interessant gewesen, und vor allem, was mir gefällt, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Was hat dir heute am allerbesten gefallen? Heute? Motivation am Morgen früh. Ich habe am Morgen geweckt mit einem kleinen, lauten Johl, sage ich jetzt einmal so. Sie waren wach und sie waren hellhörig. Und das hat sich da ausgezahlt gemacht. Man hat gemerkt, es hat Leute dabei, die sind ja, noch nicht so weit, aber wir bringen alle her, dass wir heute Abend sagen können, wir haben alle auf einem so hohen Niveau. Da traue ich mit jedem in den Einsatz zu gehen. Jetzt bist du schon so viele Jahre dabei und hast so viele Grundkurse und Kurse, wie gesagt, schon absolviert. Was ist eigentlich heute anders gewesen? Oder sind die Kurse auch immer anders? Es ist so wie im Berufsleben. Die Zeiten ändern sich. Es wird alles viel schneller. Die Technik wird moderner. Früher hat man noch mit verschiedenen Sachen gearbeitet. Früher, deswegen immer, ich bringe immer den Vergleich. Früher hat man mit einem Holzherd geführt und dort drauf gehabt, nachher ist es elektrisch gegangen. Jetzt haben wir schon Mikrowellen, wir haben schon Glaskeramikplatten, so ist es bei der Feuerwehr. Die Technik bleibt nicht stehen, es geht all weiter und dort müssen wir uns ja selber hier weiterbilden. Und das macht den Anreiz aus und mir gefällt das noch und solange dass mir das gefällt, werde ich das auch noch machen. Aber wie gesagt, jetzt kann junge, dynamische, noch dynamische Instruktoren nachher, die das einmal übernehmen werden und dann werde ich als Senior einmal hergehen und schauen, ob es denn immer noch so ist. Die Unterschiede sind heute nicht mehr gross. Die haben ein grosses Wissen, bringen die Leute schon mit. Und das wird durch die Feuerwehr draussen, dementsprechend werden die auch vorbereitet auf diesen Kurs. Und das muss man einfach noch ein bisschen mehr unterstützen, das muss noch intensiver gemacht werden. Und dann sage ich, wir sind auf einem top hohen Niveau bei uns im Land, was Feuerwehr anbelangt. Und wir haben das gesehen beim letzten Einsatz, wo hier in Muren der Grossbrand war. Da hat die Mauer ein Eschen aufgebaut, man hat den Stützpunkt aufgebaut. Und das ist reibungslos, haben die Leute miteinander arbeiten können. Und das macht es eben auch da aus. Wir mischen hier die Gruppe. Wir sind da nicht nur Druckgelder beieinander, oder Tschaner, oder Teschner, oder Pfadotzner, sondern da wird einfach Punkt gemischt. Und das sollen sie auch lernen, dass man mit anderen Leuten auch arbeiten kann. Aber sie müssen auch das Vertrauen zu diesen Leuten haben. Sie müssen also wissen, auf der kann ich mich verlassen.
Ziel für dich eigentlich ist von der Feuerwehr? Was ist eigentlich so deine Ziele? Was möchtest du noch verändern? Wo noch gut tut dort im Land? Ich kann nichts verändern. Verändern sollen das Kommandanten, für das sind die ja da. Ich bin für die Ausbildung da und solange sie die Ausbildung machen, nochmal, solange sie Freude haben, werde ich die machen. Und es ist schön, den jungen Leuten privat zu verkaufen. Ich erzähle ihnen heute noch, bei dir habe ich einen Kurs gemacht, du bist ein Spinner, aber ich habe etwas profitiert. Und da haben heute zum Beispiel an diesem Kurs einen Haufen Teilnehmer das mitgenommen. Ein Grundsatz, den ich immer sage, wenn man einmal in Panik kommt, das kann man im Privaten brauchen, man kann es aber auch in der Führer brauchen. Stehe still und sammle dich, fange das Hirn einschalten und dann funktioniert es wieder. Jetzt habt ihr den Kurs absolviert, der Atemschutz. Was war für dich die größte und die allerschlimmste Herausforderung jetzt heute? Dort im Brandcontainer drinnen mit dem Feuer, wenn man nass ist, weil wir sind ja vorher aber auch andere Einsätze gehabt im roten Container. Und da ist dort innen relativ sehr warm geworden und man hat das Gefühl gehabt, dass es einem verbrennt. Und da ist es aber gleich mit der Zeit, hat man sich daran gewöhnen können und ist recht toll gewesen. Grenze Norwegen an, wo Flashover gekommen ist. Also, wo wir am Abkühlen waren, hat man Holz neu gelegt, kann auch noch die Tannen an. Und ich funke hier jetzt ein Flashover-Bild. Also, die Flamme ist die ganze Decke entlang und es hat ziemliche Hitze gegeben. Also, da ja, sind ziemlich Grenzen gekommen. Sus, recht gut gewesen. Es ist eigentlich schon gegangen, im WGA drin, es war ziemlich heiß. Aber sonst ist es gut gegangen. Ja. Man hätte ja eine Pause machen dazwischen. Und was war für dich das Allerschlimmste, wo du in diesen Container drin warst? Schlimm ist eigentlich nichts. Man gewöhnt sich mit der Zeit an die Hitze. Aber man ist ja schon froh, dass man wieder raus kann im Warteraum ein bisschen pausieren kann. Also, ich bin sicher an meine Grenzen gekommen. Ich glaube, alle hier auf dem Platz. Und wer sieht, das ist nicht die Grenze, der lügt. Sehr gefallen hat mir die BSA. Das ist die gasbetriebene Feueranlage, die wir Übungen durchführen. Dort kann man sogar einen Flashover erzeugen. Das heisst eigentlich, dass die ganze Decke anfängt zu brennen. Also die Rauchpartikel, die in der Luft sind. Das war sehr eindrücklich. Und allgemein körperlich sehr anstrengend. Ja, da weißt du, was du am Abend tun hast. So, Kurs absolviert. Er ist fertig. Was war für dich das Allerschlimmste und was hat dir am besten gefallen? Ja, also schlimm in dem Sinn kann man nicht sagen. Es war halt überraschend gewesen, wie stark das manchmal die Flammen sind und so und wie heiß es wirken. Aber es war in dem Sinn nicht so schlimm gewesen. Man hat sich daran gewöhnt dann. Und jetzt am Schluss war es ganz sehr streng gewesen. Und gut gefunden habe ich, also man hat sehr viel gelernt. Man ist wirklich, hat viel praktisch geschafft. Es ist richtig gut gewesen. Und ja, man ist jetzt ausgebildet worden, also man hat wirklich etwas gelernt. Es ist gut gewesen.